Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Gewiss. Zwergenfreunde, zu Icewind Dale. In der letzten Folge sind wir aus dem tollen Tempel zurückgekehrt. Dem da. Und ja, sollten dort einen Edelstein besorgen, den wir nicht gefunden haben. Wie hieß das Ding nochmal? Herzsteinjuwel, genau. So, mal kurz gucken, wer trägt Zeug zum Verkaufen. Da können wir erstmal das loswerden. Ja, der Yeti-Leder-Hardisch. Der sowas von schlecht ist, dass ich ihn eigentlich jetzt wieder verkaufen kann. Weil ihr bringt da nichts, er kann ihn nicht tragen. Was trägt sie da eigentlich? Ach, ein Wakiyashi. Wakishashi. Ja. Er kann ihn leider nicht tragen. Also bleibt es nicht viel übrig. Den Heiltrank und den Improvisationstrank können wir auf jeden Fall verkaufen. Haben wir noch Wendigkeit? Ah ja. Dann kann der mal in den Rucksack. Noch einer. Ne, erstmal der zu ihm. Ja, also das eher nicht mit der Yeti-Rüstung. Sofort! Ich dachte, sie wäre besser verschoben, aber sie ist genau das Gegenteil. Wahrscheinlich, weil sie stinkt wie Sau. Ah, das Bastardschwert plus 1 kann weg. Ja, und je mehr wir hiervon verkaufen, desto wertloser wird es. Genau so. Wakizashi kann weg. Langschild und der Yeti-Lederharnisch können auch weg. Kann ich helfen? Was haben wir denn eigentlich so an Schriftrollen, die wir verkaufen könnten? Eher nicht wirklich was. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Vorwärts. Mein Hauptproblem ist immer bei Schriftrollen. Ich habe sie. Denke, ich könnte sie irgendwann gebrauchen und dann vergesse ich ständig, sie zu benutzen. Vorwärts. So, du hattest nichts Besonderes eigentlich. Wir wollen nur den Heiltrank und den Improvisationstrank loswerden, die nichts sind. Dein Befehl, vorwärts! So, die Inventare sind wieder geleert. Ja, gewiss. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist beim Schmied jede Menge Munition kaufen. Vorwärts!
Ja, der da wäre toll. Könnte ich mir sogar leisten, aber erstmal nicht. So. Wir brauchen 10 Stacks Bolzen. Und geben wir nochmal 6 Stacks hiervon. So. Gut. Der seltsame Tank kann weg. Das kann alles hier erstmal rein verstaut werden. So, jetzt haben wir hier 240 Bolzen und 240 Kugeln extra. Also nochmal für 3 Sticks. Wenn wir sie dann brauchen. Und ja, die Bolzen packe ich da oben rein, sobald sie die 3 Pfeile verschossen hat. Ja. Sag sofort. Weiter. Gut, jetzt aber zurück zu Arundel. Und ich muss ja immer wieder sagen, dafür, dass das ja eigentlich ein Dörfchen ist, ist die Musik sehr beklemmt hier. Sofort! Ah, ihr seid wieder da. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Habt ihr das Herzsteinjuwel gefunden? Wir haben herausgefunden, dass der Herzstein wirklich im Tempel war. Leider scheint es jemand zuvor gekommen zu sein und das Juwel gestohlen zu haben. Das sind ja schreckliche Neuigkeiten. Gibt es irgendwelche Hinweise auf die mysteriösen Diebe, wer sie sind und wohin sie den Herzstein gebracht haben? Ja, ich habe den Leichnam eines talonischen Priesters unter den ermordeten Kultanhängern und Färbeck-Wachen gefunden. Er trug dieses Fläschchen mit einer merkwürdigen Flüssigkeit bei sich. Die Flüssigkeit scheint eine Art reines Schlangengift zu sein. Bestimmt hat dieser talonitische Priester es als Gift bei sich getragen. Gut, dass ihr es mitgebracht habt. Vielleicht ist das genau der Hinweis, den wir gesucht haben. Ja, Gruppe hat das Fläschchen verloren. Gruppe hat sehr viele Erfahrungspunkte gewonnen. Ihr habt Arundel erzählt, was ihr im Tempel des vergessenen Gottes entdeckt habt. Was meint ihr? Nun ja, ist so ein Gift erst einmal extrahiert, verliert es seine Wirkung sehr schnell, normalerweise innerhalb von wenigen Tagen. Also muss der talonitische Priester das Gift von irgendwo aus diesen Bergen haben. Es gibt nur einen Ort in diesen kalten, windigen Bergen, an dem giftige Reptilien leben können. Und welcher wäre das? Drachenauge. Das ist ein weitläufiges Netz aus Höhlen, die tief ins Innere des schlummernden Vulkans führen. Der Eingang ist nur knapp eine Tagesreise von hier entfernt. Ich schlage vor, dass ihr eure Suche nach dem verschwundenen Herzstein dort fortsetzt. Ich werde euch den Ort auf der Karte einzeichnen. Also gut, dann auf nach Drachenauge. Seid vorsichtig. In den Höhlen von Drachenauge lauern viele Gefahren. Geht vorsichtig vor und gebt auf die Kreaturen acht, die in seiner Tiefe hausen. Ja. Unsere Suche nach dem Herzsteinjuwel dauert an. Arundel ist es gelungen, aufgrund der Anhaltspunkte, die wir im Tempel gesammelt haben, den möglichen Aufbewahrungsort des Juwels herauszufinden. Wir sollen uns nun zu den als Drachenauge bekannten vulkanischen Höhlen aufmachen und die Identität der mysteriösen Diebe ermitteln, die den Tempel geplündert und das Juwel gestohlen haben. Wenn wir Glück haben, befindet sich das Artefakt noch in ihrem Besitz. Ja, wichtige Ereignisse, das steht in jedem Kapitel gleich, so wie es aussieht. Also wird gleich aktualisiert. Ja, die Mifral-Überlieferung ist der elfische Außenposten. Und das hier, das dauert noch eine ganze Weile, das Herz des Winters. Ja, erledigte Aufgaben. Ja. Tagebuch. Gut, das sind nur so Zusatzinfos, die habe ich schon vorgelesen. Wie kann ich helfen? Sofort! Also nichts Neues. Es soll geschehen! So, das heißt, mit Munition sind wir eingedeckt fürs Erste.
Und ja, ich finde, es ist praktisch, dass sie erstens in der Enhanced Edition den Munitionsgürtel eingefügt haben. Auch wenn man ihn nicht gerade als Gürtel anlegen kann. Und wir noch sehr wenig Ausrüstungsgegenstände haben, eigentlich. Ja, und dass sie die Stacks verdoppelt haben von Munition. Also ja, wenn sie weiter steigern kann, steigert sie als nächstes Katana. So, das heißt, auf zum Drachenauge. Das ist hier. 72 Stunden ist nicht gerade ein Tag, muss ich sagen. Also man sieht vom Osthafen über den Kuldaha-Pass und dann hier die beiden und jetzt das Drachenauge. 72 Stunden. Nach einer Tagesreise durch die Berge, die sich über Kuldaha erhoben, stand die kleine Truppe von Möchtegernhelden endlich vor dem mächtigen Stein, der den Eingang nach Drachenauge markierte. Irgendwo in den Tiefen dieser Vulkanhöhle befand sich das gestohlene Herzsteinjuwel und vielleicht auch die Antwort darauf, wer oder was hinter den mysteriösen Geschehnissen in Kuldahar steckte. Also ja, wir haben Kapitel 2 erreicht. Ja, das kann ich mal vorwegnehmen. Das Nette ist jetzt in Icewind Dale, dass die Kapitel nach Dungeons getrennt sind. Also das Drachenauge ist ein riesiger Dungeon. Und Kapitel 2 spielt in dem Drachenauge. Wenn wir das Drachenauge abgeschlossen haben, kommt Kapitel 3. Aber mehr verrate ich jetzt mal nicht. Das ist allgemein etwas, was ich ein bisschen an Icewind Dale mehr mag als an Baldur's Gate. Ich meine, das ist ein Dungeons & Dragons Spiel. Und Baldur's Gate hat leider recht wenig große Dungeons gehabt. Also Baldur's Gate 1. In 2 ist es dann besser geworden mit den Dungeons. Aber 1 hatte, glaube ich, genug Dungeons, dass man sie an einer Hand abziehen konnte. Und 2 davon waren Minen. So, ich hoffe, ihr hattet Zeit, das hier noch zu lesen, falls ihr wolltet. Deswegen habe ich noch kurz meine Anmerkung noch dazu gegeben. Dann klicken wir mal auf Weiter. Und es geht schon los. Hallo, Eistrolle. Bereit zu neuen Taten. Dein Befehl? Jawohl! Ist etwas nicht in Ordnung? Oh! Was? Oh! Immer bereit! Okay, das sind zum Glück Trolle, die man erschlagen kann. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rein. Vita Mortis. Dieses Banner ist unglaublich verschlissen und vom Wetter gegerbt. Von den goldenen Symbolen, das ist als provozierte, sind nur noch verblichene Reste erkennbar. Ja, in Ordnung. Brauchst du mich? Was ist los? Ich tu's. Wie kann wird erledigt? Naja, es gibt Trolle, die kann man einfach töten. Wie scheinbar jetzt die Eistrolle. Es gibt aber auch Trolle. Die werden nur, die kann man nicht einfach töten. Sie bleiben dann halt am Boden liegen und irgendwann stehen sie mit vollen HP wieder auf, selbst wenn man sie weiter haut. Und ja, das Drachenauge. Da ist das Maul und wir gehen ins Auge rein. Und stolpern in eine Gruppe Echsenmenschen. Ja? Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Das macht mir nichts aus. Woran hast du gedacht? Okay, einer kann auf jeden Fall casten hier.
kann ich helfen? Auf in den Sieg! In Stecke. In Ordnung. So, und den Caster, den töten wir natürlich als letztes. Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis. Oh, und sie haben... Oh, die Echsenmenschen casten hier sehr viel aufeinander. So, das heißt, wir können jetzt erstmal die Bolzen.